einfach nett. Peas Fragen. Das halte ich nicht aus, ehrlich gesagt. Macht überhaupt keinen Sinn. Musikerinnen über ihr Leben. Das war was ganz Besonderes. Ihre Inspiration. Gott und die Welt. Also ich muss sagen, irgendwie stimmt mich das auch gerade glücklich. Stefan Johansson, hallo, herzlich willkommen bei Keas Fragen. Ich bin total glücklich, dass du da bist. Für alle, die dich noch nicht kennen, Stefan Johansson ist Singer, Songwriter aus Schweden, hat lange in Deutschland gelebt und du machst auch in Schweden und Deutschland Musik. Also, hallo. Hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich. Ich meine, die Zuschauer wissen das ja nicht, ne? Aber wir haben schon ein paar Minuten gequatscht und das ist gut. Das ist schön. Auf jeden Fall. Ich mache das ja tatsächlich mit allen Leuten. Man muss ja auch erstmal auf Gesprächstemperatur kommen. Ja. Wenn man noch nicht lange kennt oder sowas. Na klar. Erste Kategorie. Wie oder wann beginnt dein Tag? Sehr unterschiedlich. Aber dadurch, dass ich Kinder habe, beginnt der Tag normalerweise, wenn die Kinder aufstehen. So. Und das ist schon relativ früh, das sind im Schulalter. Und jetzt habe ich die Kinder jede zweite Woche aus verschiedenen Gründen, durch eine Trennung. Und, aber trotzdem ist es so, dass die Woche, wo ich nicht die Kinder habe, wache ich trotzdem so auf, quasi mit den Kindern. Eine innere Uhr, was da. Du bist im Rhythmus sozusagen. Ich bin im Rhythmus, genau. Aber wenn man das bedenkt, wenn sozusagen der Tag anfängt, mit irgendwas zu machen und so, normalerweise dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, und das ist dann 7:50 ungefähr, kann man sagen. So. Eine Frage, die ich glaube, in der Lockdown-Zeit und in der Zeit, wo viele Konzerte und öffentliche Auftritte nicht stattfinden können, mit der sich alle Musiker auf irgendeine Weise beschäftigen müssen. Wie oder wovon bezahlst du gerade deine Miete oder wovon lebst du gerade? Jo, ich hatte den großen Glück, dass wir haben ein bisschen im Vorgespräch darüber geredet, was ich früher gemacht habe, bevor ich mit der Musik anfing. Und ich habe eine Pflegeausbildung, ich habe mit Behinderten gearbeitet und das habe ich alles gemacht 20 Jahre her. Und jetzt gab es den großen Glück, dass ich so einen dankbaren Zeitplan habe. So, ich kann einen autistischen Junge oder Mann inzwischen betreuen. Es ist ein bisschen unterschiedlich, aber ungefähr 2 Tage die Woche. Aber das ist ungefähr das, was ich brauchte, um übers Wasser zu mich über Wasser zu halten. Ja, genau. So, aber außerdem, ich spiele auch Online-Konzerte und ich spiele auch ziemlich viele Online-Konzerte, weil die sind nahezu privat. Ich habe früher viel gespielt im Altersheim, weil in Schweden ist es relativ so bekannt und normal mit Altersheimen. Und da gibt es auch eine gewisse Kulturprogramm da. Und seitdem ich in Schweden bin, seit 5 Jahren, dann habe ich immer wieder in Altersheimen auch gespielt. Dann kam quasi Lockdown, obwohl es in Schweden nicht eine komplette Lockdown gab, aber damit wir alle dieselbe Sprache sprechen, dann gab es quasi die Lockdown und es war Besuchsverbot und hast du nicht gesehen. Aber nach ein paar Monaten Stille, dann ging es auch los mit wieder Konzerte. Zuerst draußen und wenn der Herbst kam, dann Online-Konzerte. So, es ist relativ gewöhnlich, 3 Tage die Woche oder 2-3 Tage die Woche spiele ich online für Altersheime. Und die fangen oft an ungefähr 9:30 und dann spiele ich quasi pro jede Abteilung. Und das macht es so ein bisschen privat. So. Ja, aber ja. Das ist ein geniales Format. Ich weiß nicht, ob es diese Sorte Kulturprogramm im Moment in Deutschland in Altersheimen gibt.
Ich habe noch davon gehört. Also das hier ist schon sehr ausgedacht. Ich habe auch in Altersheim in Deutschland gespielt, aber das war ein bisschen mehr, es war ein Konzert. Also es war eine besondere Happening, es war ein Abend und ja. Aber das hier ist ja etwas für den Alltag eigentlich. Ja. Toll. Das ist eine tolle Sache, absolut. Und da bin ich auch sehr dankbar drüber. Also es ist toll zu spielen und es fehlt auch eine wichtige Funktion. Also die blühen auf bei der Musik. Also, ja. Genial. Also finde ich wirklich genial. Wer ist eine Idee für Deutschland? Wahrscheinlich stellen Sie sich dann hier ein bisschen quer mit Internetverbindung und Bildschirm und wie, wer finanziert was, wo und wie. Aber die Idee, so eine Initiative, ich glaube, das ist genial. Und wie du schon sagst, absolut total wichtig. Sind auch Kameras auf deine Zuhörer gerichtet und bekommst du dann Feedback oder wie? Genau. Ja, das ist das, was es so Besonderes macht. Ne? Ich hatte eine richtig tolle Online-Konzert in Deutschland. Es war super, große Bühne, Licht und Rauch und ja, das Übliche. Pipapo. Aber man hat komplett in eine dunkle Zimmer oder dunklen Raum reingesungen. Also nur 3-4 Kameras und 2-3 Leute, die irgendwo da im Dunkeln saßen. Und das hier ist ja mehr konkret. Das ist genauso wie das hier. Aber ich habe eine Gitarre in Hand und man kann zwischendurch auch miteinander reden. Und ist eine sehr persönliche Ebene. Aber manche von denen sind ja auch sehr dement und so. Also es sind ja auch teilweise sehr interessante Gespräche, was da zustande kommen, ja. Klar. Und wenn du immer vor den gleichen Leuten spielst, brauchst du dann nicht so ein abwechslungsreiches Programm. Ja, jetzt sind wir wieder zurück zum Thema Demenz. Ja, aber wir wollen es nicht lustig machen. Aber ich finde es ist einfach eine geniale Sache. Also wusste ich so nicht, dass es das auf der Art gibt und finde ich wirklich toll. Bezieht sich natürlich auch ein Stückchen weit jetzt auf die nächste Frage. Es heißt ja, Künstler leben vom Applaus und der öffentlichen Wahrnehmung. Wie kompensierst du im Moment diese persönliche Anerkennung, dieses Live-Direkt-Gefühl? Ich habe das auch gehört, dieses Bruch. Ich habe mir aber nie richtig davon in dem Sinne teilgenommen gefühlt. Oder wie sagt man? Wie soll ich das sagen? Ich habe so ein Gefühl, dass manche von den Kollegen, die ich kenne, aber auch Menschen, die ich treffe, also Musiker, Künstler, die sind Musiker, die einen Namen hat. Ich bin Stefan, der Musik macht. Und es ist so ein bisschen andere, ja. Also natürlich würde ich ein Konzert spielen und es gibt keine Reaktion. Klar, ich würde bestimmt, also hätte es genügend Mal passiert, hätte ich mich bestimmt gefragt, warum mache ich das? So irgendeine Art Anerkennung muss wahrscheinlich da sein, also irgendeine Reaktion. Aber ich glaube nicht, dass mein Wesen und das Selbstwertgefühl darauf aufgebaut ist, sozusagen, sondern ja, es gibt auch andere Elemente, die einen quasi stabil machen kann in dem Sinne. Ja. Aber es ist sehr eigenartig, nicht Konzerte zu spielen. So ist es. Und das fehlt dann ja auch. Also der Ausdruck und die Reaktion und auch, ich glaube, auch ein bisschen die Möglichkeit zu berühren. Weil durch die Bühne und die Plattform, das es da anbietet, es gibt dann eine natürliche Art, jemanden zu berühren. Aber man geht nicht wirklich hin zu einem fremden Mensch so in der Stadt und versucht ihn zu berühren oder singt einen Song im Gesicht oder sowas. Also, es fehlt mir ein bisschen dieser Kontakt. Also, verstehst du, was ich meine? Ja. Ich kann absolut nachvollziehen, was du meinst. Ich glaube auch, dass das eine Sache ist, die tatsächlich vielen so geht.
dass bei einem Konzert natürlich erstmal eine scheinbar anonyme Menge vor dir steht, aber während man Musik macht, ist ja das Publikum, genau wie die Band oder als Einzelmusiker oder wie auch immer, es sind ja alle an dieser Situation beteiligt und da ist ja ganz viel wortlose Kommunikation da. Und am Ende ist es so, dass alle gemeinsam dieses Konzert gestaltet haben, alle gemeinsam an dem Gefühl beteiligt waren, was da entstanden ist. Und das ist keine Sache, die quasi sich jemand alleine auf einer Bühne ausdenkt und irgendwo hinschmeißt und dann können alle daran teilhaben oder sowas, sondern es entsteht tatsächlich gemeinsam. Und das ist eine Sache, die kann man nicht alleine so herstellen. Also man braucht alle Beteiligten dafür. Und wenn man das kennt und auch weiß, wie viel einem das vielleicht auch selber gibt, aber auch den Menschen, was für ein Glück, sag ich mal, vielleicht ganz allgemein, das spenden kann, das kann einem schon fehlen. Da kann man schon eine gewisse Sehnsucht haben. Ja, naja, so ist es. So, ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Tour. Ja. Das fehlt einem. So ist es ja. Ja. Du hast ja schon erzählt von deinen Streaming-Konzerten. Und auch natürlich toll, dass das so regelmäßig auch stattfinden kann. Welche Varianten des Musizierens hast du denn prinzipiell in dieser Lockdown-Zeit oder in dieser Zeit der Beschränkungen entwickelt? Es ist ja vielleicht nicht nur das Konzerte spielen, sondern vielleicht auch mit anderen Musikern proben, Austausch, kreativ werden, aufnehmen oder so. Ne? Mhm. Es war eine interessante Phase. Also viele Leute haben ja gesagt, also ich glaube auch vor allem viele Musiker vielleicht, dass, ja, aber jetzt, wenn alles wegfiel, jetzt hast du ja bestimmt viel Zeit und Energie und Lust zu kreieren und komponieren und nutzt diese Zeit und nutzt diese Pause. So war das nicht für mich. Also als es quasi alles wegfiel, es ist nicht zu vergleichen mit, dass die Lust wegfuhr, aber irgendwas passierte. Also ich fühlte mich auf alle Fälle nicht unbedingt inspiriert. Das kann ich so nicht behaupten. Sondern das war eher eine gewisse Schwere. Ja, und sich ein bisschen an die neue Situation sich orientieren oder wie auch immer. Ich habe eine Show gestartet, zusammen mit noch zwei Jungs, das sind Schauspieler und Musiker. Und die Show ist jetzt fast fertig. Ne? Also wir haben die Pandemiepause quasi bis zum Schluss genutzt und haben ja eine 2-Stunden-Show fast auf die Beine gestellt jetzt. Da war es leichter, irgendwie sich was Neues irgendwie auszudenken. Und es beinhaltet so viele andere Elemente auch, als nur der Ausdruck von, naja, das Musik kreieren und so, weil ich war nicht wirklich da. So. Jetzt ist die Show fast fertig und ich meine, langsam fängt man an, ein bisschen an die Zukunft auch zu blicken und freuen allgemein. Also es sieht ja irgendwie positiv aus. Also irgendwann demnächst müsste sich ja die Welt dann wieder aufmachen. Also hoffe ich. Im Zusammenhang damit habe ich gemerkt, da kriegte ich auch ein bisschen mehr Energie für, naja, für die eigenen Sachen und für die eigenen Songs und so weiter. So für mich war es ein bisschen so eine Pause, was die eigenen Songs betraf. Aber es war leichter, mich auf was komplett Neues da zu konzentrieren. Ja. Ich meine, du hast ja auch erzählt, dass, also im Vorgespräch jetzt, dass du die Zeit natürlich auch viel genutzt hast, um meinetwegen Dinge wie Fotoalben sortieren oder so, also Dinge, die liegen bleiben, wo man vielleicht sonst vor sich herschiebt, so ein bisschen ins gefühlsmäßige Hinterland, so eine gewisse Ordnung, eine gewisse Struktur, eine gewisse Ruhe vielleicht auch zu bringen, um vielleicht auch wieder nach vorne blicken zu können. Ja, du hast das besser formuliert, als was ich das machen konnte. So. Genau. Ja. Wenn du
noch ein Konzert spielen dürftest, welches wäre das? Boah, das ist ja schwer zu sagen. Ich meine, soll man jetzt vergleichen mit das, was man erlebt hat, oder einfach nur eine Art Traumkonzert? Traumkonzert. Es kann ja auch sein, dass du das Traumkonzert schon erlebt hast und sagst, das möchte ich noch einmal haben. Oder du sagst, ich möchte gerne einmal in New York spielen oder einmal in Dublin oder einmal in Stockholm oder einmal auf dem und jenem Musikfestival oder in... Ja, so eine klare Antwort habe ich darauf nicht. Da bin ich so urschwedisch und sage, es gibt so viele tolle Alternativen. Finde ich eine super Antwort. Aber ich glaube, wahrscheinlich wäre es ein Konzert zusammen mit jemandem. Also es ist toll, gäbe es nur noch ein Konzert, ich glaube, dann hätte ich das gern mit jemandem geteilt, also mit einem Mitmusiker, nicht nur alleine. So fangen wir damit an. Mit einem tollen Kollegen hätte ich das gern dann erleben wollen. Und wäre es nur ein Konzert, ich sage einfach dann nur Dreikönigskirche Dresden, weil das war ein bisschen der Anfang, von wo es alles losging. Ja. Und dann hätte es dann auch das Ende sein können. Sehr gut. Wenn du kein Musiker geworden wärst, was würdest du heute wohl tun? Schwer zu sagen, weil ich meine, die Musik oder allgemein die Interesse zur Musik hat ja schon das Leben bestimmt und auch die Interessen bestimmt. So, auch hier ist ja eine Antwort, wo man jetzt steht, aber die Musik hat ja quasi einen geformt. Ich glaube, es wäre nicht unmöglich, dass es mit dem Tanz quasi weiterging in irgendeiner Form. Weil es ging ja auch damals gut, also war gut dabei und es hat Spaß gemacht. So, ich schätze was mit Tanz. Eventuell Sportler. Ja. die Frage kommt ja ein Stückchen weit daher. Ich weiß nicht, ob das nur ein deutsches oder ein Phänomen aus dem, ich sag mal, deutschsprachigen Raum ist, aber ich habe hier von extrem vielen Leuten Varianten der Frage gehört, die sie gestellt bekommen haben. Musik ist ja, das ist ja alles schön und gut, aber wann willst du einen richtigen Beruf ergreifen? Ich weiß nicht, entspricht das auch der schwedischen Mentalität oder würde in Schweden, wenn du sagst, ich möchte gerne Musiker werden, würden deine Eltern sagen, super Idee, viel Spaß? Oder würden die sagen, wie stellst du dir das vor? Ja, aber in Deutschland ist es wenigstens eine Alternative. So, ja, du machst Musik, wann willst du was Richtiges machen? Hier ist es nicht wirklich eine Alternative, sondern man geht davon aus, dass die Musik nebenbei ist. Also, ja, aber wie soll man das sagen? Also, ich glaube, es ist kein Zufall, dass Spotify aus Schweden gekommen ist. Also, es soll einfach nur da sein. Es soll gratis sein. Es ist nicht ein Beruf. Es ist nicht sozusagen eine Anerkennung von der Arbeit. So. Sondern es soll einfach nur da sein und es soll gratis sein und es macht auch Spaß. So. Aber ich sag mal so, ich will jetzt nicht in irgendwelche Stereotypen und Klischees verfallen, aber kein Schwede glaubt doch ehrlich, dass eine Band wie ABBA das irgendwie als Hobby nebenbei gemacht hat. Naja, das stimmt schon. Aber es fehlt eine riesige Mittelschicht in Schweden. Das ist auch der Grund, warum ich die Kulturgarage auch hier angefangen habe, ne? Also als Veranstalter arbeite. Weil es ist ein bisschen... Es gibt eine Art Anfängerniveau, nennen wir das so, obwohl ich das Wort nicht mag, aber man hat gerade angefangen. Ja, man fängt an, mit ein bisschen Musik zu machen, dann darf man vielleicht auf eine Fete spielen oder man darf vielleicht auf die Dorffest ein paar Songs spielen und man bewegt sich da. Aber genau diese Menschen, die träumen nur von der Eurovision, von der Idol oder suchen einen Superstar und es ist dieser Sprung, den die machen möchten. Und es gibt nicht diese Mittelschicht, wo man sich quasi Stufe für Stufe sich
erarbeiten kann. Also, und das fehlt in Schweden. So gesehen gibt es viel weniger, also jemand in Mittelschicht unterwegs ist und auch davon lebt. Also da habe ich wirklich viel mehr Kollegen in Deutschland, die das machen. Weil die ganze Mittelschicht hier, die haben alle eine andere Arbeit und macht das nebenbei. Was treibt dich an? Ja, das ist eine gute Frage. Ich liebe Musik und ich liebe zu berühren und auch berührt werden. Und genau die zwei passen sehr gut zusammen. Und ja, also auch bei mir. So, ich würde mal sagen, die Liebe zu Musik und berühren und berührt zu werden. Welche Musik hat dich denn zuletzt berührt? Ja, ich glaube, das ist ein ziemlich konkretes Beispiel. Das ist, ich würde nächste Woche leider eine Beerdigung bespielen müssen, sollen, können, dürfen von meiner Cousine. Und das war ziemlich eindeutig, welche Song sie sich gewünscht hat. Die habe ich mich gestern angehört, um das langsam zu lernen. Und das ist eine schwedische Song, der heißt Himlen är oskyldigt blå, also der Himmel ist unschuldig blau. Und das war gestern ein besonderer Moment. Das ist natürlich ich würde nicht mal sagen, nur Herausforderung, sondern, also würde schon sagen, echt eine Bürde, das zu so einer Gelegenheit zu so einer Gelegenheit überhaupt zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also. Nee, das ist hart, aber das war ihr einziger Wunsch zur Beerdigung. So, dann dachte ich, würde ich das. Dann musst du wohl. Da muss ich. Genau. Gibt es ein Lied oder spezielle Musik deiner Kindheit? Meinst du, was ich gern gehört habe oder was mir viel bedeutet hat? Oder? Also es gibt ja, zumindest kenne ich das hier von vielen Leuten, die sich an ein bestimmtes Lied, was vielleicht, als sie noch klein waren, immer im Radio kam, was früh irgendwie in ihnen bewusst was ausgelöst hat. Ja, okay, jetzt verstehe ich. Dein erstes Lieblingslied sozusagen. Ja, nicht eine konkrete, aber ziemlich weit weg von da, wo ich jetzt bin. Mein Bruder war DJ. Und er hat ja immer zu Hause quasi geübt, er ist 5 Jahre älter. So, der war ja etwas schneller dran mit Schallplatten und so weiter. So, es war bestimmt irgendeine Art von Popsong oder sowas. Also Roxette-mäßiges. Ja. The Look, sage ich vielleicht. Ne? Ja, der hatte so eine besondere Ausgabe von, es war eine rote Schallplatte, es waren nicht so viele, die das hatten. Und der war ja mega stolz drauf, so. Ja, wahrscheinlich der Look. Cooler Song, klar. Roxette ist auch aus Schweden, ne? Ja, genau. Du schreibst ja auch Musik und beschäftigst dich natürlich auch automatisch viel mit dem Gestalten und dem Arrangieren und dem, wie soll ich sagen, bühnenreif machen von Musik. Wann ist ein Song für dich gut oder fertig? Was ist ein guter Song?
Nein, ich glaube, die einzige Antwort, die ich darauf geben kann, ist, der Song ist fertig, wenn ich mich entscheide dafür, dass es fertig ist. Es ist theoretisch, ist es ja, man kann ja immer was machen oder das mal verfeinern oder das ein bisschen leiser stellen. Aber ich glaube, irgendwann mit den Jahren, ich meine, es war jetzt inzwischen einiges CDs, wo man entweder selbst produziert hat oder dabei war in irgendeiner Form. Und ich glaube, irgendwann musste man lernen, einfach, jetzt reicht's. Also, jetzt sei zufrieden. Ja. Weißt du, was ich meine? Musstest du das lernen oder dir erarbeiten, sozusagen dieses Loslassen können in dem Moment, zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Stand und das ist irgendwie, für mich wirkt es rund, weil da gibt es ja auch unheimlich viel verschiedene, ich sag mal, Arbeitsstrategien. Und gerade wenn Leute sehr perfektionistisch sind oder wenn Leute sehr gefühlsbetont sind, dann ist es natürlich irgendwie immer ein Ziel, den richtigen Moment festgehalten zu haben. Ja, und oder keine Ahnung, an einem Text wirklich so lange zu schreiben, bis man wirklich denkt, okay, jetzt ist das rund und oder fertig oder na klar, am Ende ist es immer so, wenn du vielleicht auf eine Platte von vor 5 oder von vor 10 oder 15 Jahren zurückschaust, wirst du vielleicht denken, heute würde ich es anders machen, aber für damals war es gut, es ist stimmig, ja. Aber du bringst das ein bisschen auf den Punkt. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis zu sehen auch. Es hat nicht mit besser oder schlechter zu tun, aber irgendwo kann man manchmal zufrieden sein mit da, wo man jetzt ist. So. Da hatte ich auch ein Beispiel hier bei der letzten Platte. Ich würde jetzt nicht sagen, an welches Song, falls jemand jetzt zufällig anfängt zu suchen. Aber es gab eine Stelle, wo die Gitarre war nicht perfekt. Und ich weiß, dass ich das 7 Jahre her perfekt gesetzt hatte, weil ich da einfach mehr gespielt habe. Und vielleicht würde ich das nochmal in 5, 8 Monate das wieder genauso setzen, wie ich mir das gewünscht habe. Aber irgendwann kam einfach nur, dass ich jetzt, wo ich hier bin. Also das ist ein Eindruck von jetzt. Und ich glaube, das habe ich gelernt zu akzeptieren. Mal Betonung auf akzeptieren. Also ist es nicht unbedingt, dass es toll ist, aber es ist so, aber das ist jetzt so, das ist das, was ich kann und das ist okay so. Ja. Das ist natürlich auch eine Eigenschaft, mit der man sich anfreunden muss, dass man das mag und was man gerade kann, wo man gerade steht und das irgendwie sich vielleicht auch dem Bewerten von sich selbst so ein bisschen das nicht so in den Vordergrund rückt. Ja. Aber nicht leicht, das hinzubekommen, weil Musik ist ja, wird ja immer bewertet, wird ja immer wahrgenommen und irgendwie gerade unter Musikern vielleicht auch, wie funktioniert was und wie hat er das gemacht oder nicht oder so. Ich glaube, diese Haltung dazu muss man als Musiker immer wieder verhandeln, mit sich selber auch. Ja, nee, ich glaube auch. Und dann ist es mir auch passiert, davon abgesehen, wenn ich gesehen habe, dass, okay, das hier war jetzt nicht perfekt, aber in 3 Wochen kann es perfekt sein. Dann nehme ich die anderen Sachen jetzt auf und übe zu viel. Aber ich glaube, es ist grundlegend eine Art Akzeptanz jetzt, dass es ist jetzt, wie es ist. Und einige Sachen sind jetzt schon besser als früher. Aber manche Sachen hat vielleicht ein bisschen nachgelassen. Also ein bisschen je nachdem, auch wie man ihn trägt. Ich kenne auch viele Leute, die sind keine Freunde von zu großer Perfektion. Weil Musik, wenn man sie sehr akribisch macht, auch schnell steril und gefühllos wirken kann. Aber darüber hinaus, hast du irgendwelche goldenen Regeln für deine Musik, für deine Kunst, für dein Auftreten, für irgendwelche Rituale oder so? Nein, nicht unbedingt so. Also keine richtigen Rituale oder so. Ich versuche jeden Moment, oder nicht jeden Moment, aber jeder größere Moment vielleicht
sowohl anfangen als auch abschließen mit einem halbwegs gutes Gefühl. So, also ich feiere manchmal so ein bisschen so die Teilziele oder sowas, ne? Also wenn etwas dann geklappt hat. Also ich meine mit feiern, es muss nicht viel sein, aber einfach nur kurz in die frische Luft und so, ja, das hat gesessen oder so. Und dann geht's weiter. So. Also da habe ich so versucht, das ein bisschen mit einer guten Energie zu verbinden. Das, ja, dass es ein schönes Gefühl ist bei sowohl der Anfang als auch der Abschluss. Hast du Musik schon mal im Traum erdacht? Entschuldigung, habe ich... Hast du Musik schon mal im Traum erdacht, erfunden? Ich bin etwas unsicher mit Musik, aber ich glaube, Textzeilen oder zumindest eine Art Bild oder sowas, was zu so Textzeilen führen könnte, das eher. Ich glaube, Musik ist eher bei anderen Situationen, mehr so im Alltag. Weißt du, man geht einfach von A nach B und plötzlich kommt so eine Hook und ja, man muss das irgendwie aufnehmen oder sowas. Ne? Also mehr in diese Alltag vielleicht. Ja. Ansonsten, ich glaube, mehr Text. Oder zumindest Inspiration zum Text. Ja, 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 ja. Du hast eben schon mal von die Worte benutzt, aber was ist schwerer für dich? Anfangen oder aufhören? Es ist leichter anzufangen, das glaube ich schon, so schwerer aufzuhören, ja. Ein Bekannter von mir in Deutschland sagte das so schön, ne? Es ist ziemlich leicht, etwas zu 80% fertig zu kriegen und damit halbwegs glücklich zu sein. Aber um die restlichen 20% hinzukriegen, braucht man nochmal 80%. So vielleicht etwas leichter anzufangen, ja. Ja. Gibt es für dich einen Ort des Friedens? Ja, aber das trägt man ja mit sich die ganze Zeit, oder? Es ist eher die Frage, ob man immer Zugang dazu hat, glaube ich. Also zumindest ist es nicht unbedingt ein Ort, wo ich hingehen soll oder muss, sondern das ist eher so State of Mind, also Mindset vielleicht. Ja. Ja. Bist du als Musiker politisch oder sollten Musiker politisch sein? Es hat nicht mit sollten zu tun, ich würde eher sagen können. Also ich glaube, man kann machen, was man will. Ich glaube, es ist wichtig, nur als Musiker oder allgemein, also wenn man so eine Arbeit hat, wo manche Leute in der Tat ein bisschen zu einem hochzieht oder respektiert oder sowas, ne? Es soll einem schon bewusst sein, dass was man denkt und macht und sagt und ausdrückt in der Tat Wirkung hat. So. Und das mit politisch und so, ich sehe mich selbst nicht als politisch engagiert in dem Sinne, aber ich kann sehr schnell für Menschlichkeit sein. Und wir hatten in der Tat einen Auftritt in Thüringen hier ein paar Jahre her, das war sehr, sehr unangenehm. Um das sehr kurz zusammenzufassen, wollte der Veranstalter nicht Ausländer reinlassen. Und wir in der Band sind nicht politisch in dem Sinne, oder waren nicht politisch in dem Sinne, aber uns war es sehr, sehr wichtig, dass alle da willkommen waren. So, wir haben da ein bisschen hart auf hart gesetzt für die Menschlichkeit. So gesehen, ich glaube schon, jeder muss für sich entscheiden, und ob man einer Agenda folgt oder nicht, oder wofür man steht oder nicht steht. Aber ich glaube, es soll einem schon bewusst sein, dass ja, das, was man sagt und lebt und vorlebt, auch Wirkung hat bei Leuten. Habt ihr dort dann gespielt? Entschuldigung? Habt ihr dann bei diesem Konzert, habt ihr das dann gespielt? Er hat das Konzert
abgeblasen, aus Gründe, denen es dann gar nicht existierte. Und wir haben dann mit der Kirche geredet, die gleich nebenan war. Und die haben sofort Ja gesagt. Und wir kriegten den ganzen Dorf als Besucher da. Ich glaube, das waren 300 Leute oder sowas. Es war eine der stärksten Konzerte, die wir je geführt haben. Verrückt. Ja. Vor allem, ich meine, du als Schwede bist ja auch ein Ausländer, ne? So gesehen. Genau. Das ist ja das Verrückte. So, ich meine, das ist ja so lustig, ne? Ich bin ja eine gute Ausländerin in vielen Augen, ja. Ach, ja. Und das ist mir bewusst, ne? Das ist wie eine iranische Frau, die mir sagte, sie sagte, Stefan, du bist die Ausländer erste Klasse. Und ich meine, sie hat ein bisschen recht davon. Also ich meine, ich komme aus Schweden, ich bin weiß und es gibt eine Wikinger-Vergangenheit, bla bla bla. Aber ich habe schon das Gefühl gehabt, vor allem als ich in Deutschland lebte, als Ausländer, dass es wichtig war für mich, auch darüber zu reden. Ob es jetzt politisch oder menschlich ist, das weiß ich nicht. Aber gerade das hier mit der Ausländersache, das hat mich auch in Deutschland beschäftigt. So. Ja. Naja, vor allem, glaube ich, ne, weil ich da ja, Ausländer war und ist, wenn ich da wieder hinfahre. Ja. Naja, vor allem, wenn du überlegst, dass viele, die so am rechten Rand irgendwie fischen, natürlich mit irgendeiner vermeintlichen germanischen Wikinger sonst wie Kultur sich gerne schmücken. Und dass du dann in Anführungsstrichen vielleicht sogar als der gute Ausländer, so nach dem Motto, vielleicht sogar missbraucht wirst für solche Zwecke. Mhm. Jo, nee, das war mir immer wichtig, so positionieren. Ja. Was das betrifft, ja. Glaubst du an das Schicksal oder ist jeder seines eigenen Glückes Schmied? Oder ist die Frage Quatsch? Das war ein guter Twist auf die Frage. Diesen Schluss habe ich noch nie gehört. Ist die Frage Quatsch? Du, ich glaube, es kann was von allem sein. Hier bin ich wieder Schwede und sagen, dass es kann ja natürlich was von allem sein. Schicksal schon, aber es ist die Frage, ob es nicht das Schicksal auch vielleicht der Resultat ist von einer Reihe von Folgen, die man in der Vergangenheit schon gesetzt hat. Ne? Und dass es dadurch automatisch in eine Richtung führt. So. Sein eigenes Glück schmied. Ja, selbstverständlich, da bin ich komplett dafür. Wir haben die Verantwortung für unser eigenes Leben und das ist schon wichtig, das gut zu verwalten. So, deswegen fällt es ja auch darauf ein. Also man muss schon für sich selbst auch sorgen. Das klingt gleich so egoistisch, wenn man so sagt, aber das ist so nicht gemeint. Aber ich glaube, es fällt ein bisschen auf diese klassische zurück. Ne? Das ist man halbwegs gut ausgeschlafen und glücklich selbst, ist es schon leichter für jemand andere da zu sein. Das, also es ist leichter zu geben, wenn man was zu geben hat. Ja. Wie stellst du dir deinen Lebensabend vor? Haus am See? Mein Leben hat sich ein bisschen verändert hier ein paar Jahre her. So, es gab ja eine Art neue Orientierung. Es kam ein bisschen eine unerwartete Trennung und dadurch, ja, hat sich ein paar Türen geschlossen, aber das Klassische, einige neue sind wieder aufgegangen. Ich bin zusammengekommen jetzt mit meiner Jugendliebe, mit der Frau, mit der ich damals in Abschlussball ging. So, ich bin sehr weich gelandet in diese ganze Geschichte. Und ich habe immer als Traum gehabt, rund um die Welt zu segeln. Und lustigerweise hat meine neue Freundin Linda das auch. Und ich glaube, es ist nicht ganz unmöglich, dass wir ein Haus hier oben behalten, aber wir segeln los. In alter Wikinger-Tradition, um mal das Klischee zu bedienen. Genau. Letzte Frage. Ja. Wie soll dich die Nachwelt in Erinnerung behalten? Also was ist dein
wenn man so will, Vermächtnis? Bedeutet das, wie ich wünsche, dass die Leute von mir denken, nachdem ich gestorben bin? Ja. Oder ja. Was von dir, was bleibt von dir oder von deiner Kunst? Also das ist natürlich, ist das ein Wunsch oder eine Idee oder ein, ja, was bleibt von dir? Ja, ich hoffe, es bleibt ein Gefühl, dass die Leute, die ich im Leben hier so nach und nach getroffen habe, sich gesehen gefühlt haben. Wir sind wieder ein bisschen zurück bei dieser Berühren und berührt werden. So hoffentlich bleibt eine Art Gefühl von gesehen zu werden oder dass wir alle wichtig sind in irgendeiner Form. Hoffe ich. Vielen Dank. Danke auch.